Herr Innenminister, wie schätzen Sie die politische Situation zu diesem Anschlag ein? Wir stehen am Beginn der Ermittlungen. Sollte sich der Verdacht einer Brandstiftung erhärten, dann ist diese Brandstiftung unter keinen Umständen zu rechtfertigen. Wir werden alles daran setzen, die Täter zu ermitteln, schnellstmöglich, und sie nach allen Möglichkeiten des Gesetzes verurteilen. Ich werde alles daran setzen, dass dies keine Fortsetzung in Brandenburg findet. Haben Sie etwas Ähnliches schon mal hier erlebt? Wir haben eine versuchte Brandstiftung in Zossen erlebt, aber in dieser Größenordnung kann ich mich in Brandenburg an eine Brandstiftung nicht mehr erinnern. Wie geht es jetzt weiter mit den Flüchtlingen, die hier einquartiert werden sollten? Der Landkreis wird sich gemeinsam mit der Stadt Nauen zusammensetzen, um nach Alternativen zu suchen. Ich gehe davon aus, dass es diese Alternativen geben wird. Brandstiftungen, sollte es sich um eine Brandstiftung handeln, werden uns nicht davon abhalten, die Aufnahme von Menschen, die in Not geraten sind, einzustellen.